Hallo meine Freunde, hier ist wieder der Cast und wir kommen gerade frisch aus dem Kino. Wie man unschwer am Kippi erkennen kann, waren wir in Top Gun 2, Maverick. Und mir fehlen noch so ein bisschen die Worte. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass 95% von euch den Film, den ersten Teil gesehen haben. Vergesst den ersten Teil, weil das, was wir jetzt gerade gesehen haben im zweiten Teil, das ist unfassbar. Also jetzt nehmen wir mal die emotionale Schiene raus. Ja, die hat sowieso bei mir funktioniert. Wie gesagt, ich habe fast so viel geheult wie bei Endgame. Nur um das mal, genau, meine Frau lacht schon. Das war wirklich ehrlich. Also das ging so nah, das hat funktioniert. Wie gesagt, egal ob auf freundschaftlicher Basis, auf Vater-Sohn-Basis, auf einfach alles. Es hat funktioniert. Und das hat mich sowieso abgeholt. Nicht, weil ich ein Softie bin, weil einfach, wie gesagt, da das ist einfach, ja, ein bisschen kann ich auch selber verbinden halt, immer, was mich und meinen eigenen Vater betrifft, der seit 25 Jahren nicht mehr lebt. Und von daher hat das auf jeden Fall schon mal bei mir gefruchtet. Auch das Freundschaftliche, wie gesagt, das Miteinander, richtig toll. Und ja, ansonsten, technisch gesehen, ein absolutes Meisterwerk. Das, was da gezeigt wurde an Aufnahmen mit den Flugzeugen, mit den Stunts und unfassbar. Also ich sage jetzt nicht Scheiß auf Star Wars, aber das war wirklich übelst geil. Man hat echt das Gefühl gehabt, man sitzt teilweise mit in den Flugzeugen und fliegt damit. Und Tom Cruise, wie gesagt, sucht immer noch seinesgleichen. Also schauspielerisch ein unfassbar, der Typ. Unfassbar, ist einfach so, egal was der macht. Richtig klasse, richtig toll. Auch die anderen Schauspieler, richtig toll gemacht. Der Sohn von Goose, von Mavericks Freund damals, der dann verstorben ist. Und er muss dann halt mit dem Sohn trainieren. Einfach klasse. Das ganze Ding von vorne bis hinten. Schaut euch den Film an. Er ist einfach nur mega. Also er ist einfach nur mega. Und ich gebe gerne das Wort auch nochmal an meine Frau ab. Was sagst du? Ja, top, 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 kann ich nur sagen. Also Tom Cruise hat sich wieder selber übertroffen. Wahnsinn, ne? Einfach nur Hammer, Hammer, Hammer. Wahnsinn. Also lohnt sich. Geht ins Kino, Leute, oder schaut ihn euch an, dann, wenn er rauskommt. Mega. Also ich glaube, für mich persönlich kann nur noch ein Film dieses Jahr das toppen. Anders. Weil das Top Gun, das ist... Aber ich glaube, dass dieses Jahr, das wird nur noch vielleicht Avatar-Top für mich. Ja, und ansonsten, das ist mein absoluter Favoritenfilm dieses Jahr. Es kommen noch andere, klar, wie gesagt, Thor kommt noch, logisch. Wie gesagt, was haben wir gesehen? Doctor Strange. Aber das ist für mich jetzt mein Favorit für 2022. Was sagst du? Der toppt alles. Der toppt alles so, wirklich. Erstmal nochmal ganz lieben Dank an meinen Sohn für dieses tolle Papa-Tag-Geschenk. Dankeschön. Gerne. Ja, er. Was sagst du zu dem Film? Also, ich fand das schauspielerisch gut. Technisch mit den Soundeffekten fand ich das auch sehr, sehr, sehr gut. Und macht auf jeden Fall Spaß. Ist auf jeden Fall zum Empfehlen gut. Was würdest du dem Film denn geben? Also, für eine Note? 10, 8. Fühlt auch förmlich, wenn man in diesem Flieger sitzt, fühlt man sich, als wenn man gerade um sich herum die ganzen Sounds hört. Ja, einfach klasse. Ja, wirklich. Also, wolltest du auch noch was sagen? Ja, für mich Bombe. Wir haben uns alle drei diese Kippis geholt. Erstmal normal. Das musste sein. Und ich kann euch den Film nur ans Herz legen. Egal, ob jung oder alt. Wie gesagt, schaut euch das Ding an. Ihr werdet aus dem Kino so rauskommen, so nicht enttäuscht sein, auf jeden Fall. Was war das denn jetzt? Also wirklich, wie gesagt... Die Flugszenen auch, ne? Alles, Wahnsinn, Wahnsinn. Und wenn ihr dann halt auch noch ein bisschen nah am Wasser gebaut seid, es funktioniert einfach. Das ganze Ding funktioniert. Astrein gibt es für mich eine glatte... Komm, ich mache auch gerne mit dem Komma. Glatte 10 von mir. Okay, ich bin dabei. Ich bin auch dabei. Von mir kriegt ihr auch eine glatte 10. Also von daher, wie gesagt, Freunde, schaut ihn euch an. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und geht ins Kino. Dafür mal 3000. Macht's gut. Ciao.